Eine kleine Sache vorab. Ich wünsche euch ein fettes, frohes neues Jahr 2017. Ich hoffe, ihr habt die Nacht gut überstanden. Und ja, eine Kleinigkeit möchte ich noch loswerden. Ihr habt vielleicht das neue Intro schon gesehen. Das habe ich nicht selber gemacht, sondern das habe ich mit Anton zusammen gemacht, beziehungsweise er hat es geschnitten. Ich durfte meine Wünsche äußern. Er hat alles super umgesetzt, was ich auf jeden Fall haben wollte. Und ich wäre ganz froh, wenn ihr da vielleicht mal auf seinen Kanal geht. Erster Link in der Beschreibung. Und vielleicht lasst ihr einfach mal einen Danke da oder abonniert ihn auch. Noch hat er nicht so viele Videos, aber vielleicht überwindet er sich dann ein bisschen mehr hochzuladen, falls er vielleicht euch als Zuschauer kriegt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dem Video. Es ist wieder ein neues Projekt am Laufen und zwar habe ich mir ein Fenster gekauft und zwar nicht nur irgendein Fenster, sondern natürlich ein Schiebefenster. Das ist jetzt hier so ein bisschen schwierig, aber es funktioniert alles. Das einzige Problem bei dem Fenster ist, dass es noch eine andere Folie drauf hat natürlich und ich habe ja meine Scheiben foliert, wie ihr wisst, und das muss jetzt erstmal alles runter, neu gemacht werden und dann eben angebracht werden am Bus. Also wünsche ich euch viel Spaß. Erste Scheibe ist befreit. Und ich kann euch sagen, wenn ihr keinen Heißluftföhn habt, dann benutzt trotzdem einen normalen Föhn, weil es funktioniert einfach besser als ohne. So Leute, heute wird foliert. Ich fange jetzt einfach mal direkt an. Wer irgendwas Genaueres dazu wissen will, ich verlinke mal unten in der Videobeschreibung noch ein Video von mir, wo ich meine Heckscheibe versucht habe zu folieren. Die Anweisungen und so und die Schritte sind alle völlig in Ordnung, nur das Resultat hat da einfach nicht geklappt. Meine seitlichen Scheiben habt ihr auch schon alle gesehen, da hat es alles funktioniert. Genauso werde ich es hier dann auch machen. Erste Seite ist auf jeden Fall fertig. Also Fenster wieder zusammenbauen, hier unten die Schiene, den Öffner. Und dann würde ich sagen, kommt das Ding auch schon ins Auto. Beziehungsweise ans Auto. Ja, jetzt kann es endlich weitergehen mit dem Fenster. Es hat auch lange genug gedauert. Heute Abend kommt es nicht mehr raus, aber ich wollte euch mal zeigen, was ich gerade im Baumarkt besorgt habe. Und zwar habe ich hier Cuttermesser, weil ich einfach zu geizig war, um Schneiddraht zu kaufen. Also so ein ganzes Set. Das wäre einfach viel teurer gewesen. Und ich habe mit einem von euch gesprochen, dass das funktioniert mit Cuttern. Dann natürlich noch einen Spachtel, damit ich die Restklebemasse abkriege von dem jetzigen Fenster. Bohrer, weil ich brauche einen 7,5er Bohrer für das Schiebefenster jetzt. Und eine schöne Dichtung selbst kleben, die ich dann hier rumklebe. Ja, sauber. Man hat vielleicht in der Timelapse nicht so viel gesehen, aber ich bin halt rundherum immer wieder, bis ich dann ein bisschen abdrücken konnte mit dem Schraubendreher. Ja, und wer eine Scheibe braucht, schnack mich an und wir werden uns schon irgendwie einig. Und weiter geht's. So, ich bin jetzt soweit fertig mit den Vorarbeiten. Also, ich habe jetzt nicht alles aufgenommen, weil ich es ein bisschen langweilig fand, irgendwie, wenn ich hier die Dichtung abnehme, da passiert einfach nichts. Deswegen sage ich es euch nochmal. Ich habe versucht, jetzt die Dichtung so gut wie möglich abzumachen. Einige würden es wahrscheinlich besser machen oder noch mehr machen. Ich versuche es jetzt erstmal so. Ich klebe die neue Scheibe ja nicht ein. Falls irgendwas undicht sein sollte oder so, werde ich halt keine Probleme haben, die wieder rauszunehmen und dann nochmal nachzugehen. Dann werde ich jetzt erstmal die Scheibe einbauen und dann ordentlich natürlich ein bisschen noch den Lack wieder heile machen, weil ich da ein bisschen mit dem Cutter rumgeschnitten habe. Und als allererstes zeichne ich jetzt natürlich an, wo die Löcher hin müssen. Da gibt es eine super Schablone bei T4Wiki. Also das könnt ihr euch da gerne raussuchen. Das mache ich genauso und werde dann die Löcher abmessen. Schiebefenster nochmal gegenhalten, ob das auch passt. Und dann Löcher bohren und hoffen, dass es passt. Also, auf geht's. We'll be right back.
So, Freunde, mit dem schönen Hintergrund hier, das Fenster ist fertig, ist drin, dicht, alles top. Möchte ich jetzt natürlich noch mal ein bisschen was dazu sagen, weil während des Videos war es nicht so gut zu erkennen und so weiter und so fort. Also mit einem Cuttermesser ist alles möglich, also es funktioniert, es ist sehr, sehr anstrengend, man braucht ziemlich viel Kraft, wie ich finde, um das alte Fenster dann herauszuschneiden. Aber es funktioniert auf jeden Fall, wie man sieht. Und ansonsten kauft euch so ein kleines Set mit so einem Schneidrad und so. Ich war jetzt einfach nur zu geizig, das bin ich. Und ansonsten die kleinen Schrauben zum Schluss, die sollen eigentlich mit 1,5 Newtonmeter angezogen werden. So einen kleinen Drehmomentschlüssel habe ich leider nicht. Deswegen habe ich es jetzt per Hand gemacht. Da gucke ich mal, ob ich noch nachziehen muss oder ein bisschen vielleicht lösen muss. Vielleicht finde ich auch nochmal so einen Drehmomentschlüssel bzw. kriege irgendwo einen her. Eine Kleinigkeit möchte ich noch zu der Schablone sagen von T4 Wiggy, weil ich ja gesagt habe, die könnt ihr gut verwenden. Es kann sein, dass ihr es gut hinbekommt und dass es auch passt, aber bitte überprüft das nochmal, indem ihr das Schiebefenster einmal so gegenhaltet, gegen die Punkte, die ihr dann gesetzt habt, weil ich habe das auch gemacht und es passten nicht alle Punkte zu 100%. Vielleicht kriegt ihr es besser hin, kann sein, aber wie gesagt, das nur als kleinen Tipp nochmal, nicht, dass ihr euch da irgendwie Löcher reinbohrt und dann sitzen die völlig an der falschen Stelle. Und ansonsten würde ich eigentlich sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben, wisst ihr, ich versuche jedes Kommentar zu beantworten. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also haut rein!